Hallo, also ich möchte über die psychologischen Auswirkungen der Maßnahmen sprechen. Und zwar sind das alles mehr oder weniger soziale Distanzierungs- oder Separierungsmaßnahmen, wie ich empfinde. Und ich möchte beginnen beim Social Distancing, da ist es am eindeutigsten. Und ich frage mich bis heute, warum dieser Begriff gewählt wurde. Denn eine große soziale Distanz bedeutet eigentlich, man begegnet den anderen mit äußerster Reserviertheit. Man empfindet ihn als unsympathisch, nicht gruppenzugehörig, man empfindet ihn als fremdartig bis hin zu feindselig. Eine geringe soziale Distanz im Gegensatz, also eine hohe soziale Nähe, bedeutet dem Gegenüber, dem anderen offen und wohlwollend zu begegnen, ihn als gruppenzugehörig zu empfinden und sympathisch, also er ist einer von uns. Und warum jetzt soziale Distanzierung gegen ein Virus helfen soll, ist mir schleierhaft. Darüber hinaus weiß ich, dass ja physische Distanz gemeint ist, aber erstens beeinflusst Sprache die Art, wie wir denken und auch unsere Emotionen, und zwar bewusst und unbewusst, und das ist bekannt. Ja, das ist keine gewaltfreie Kommunikation. Soziale Distanzierung ist falsch, Ende der Durchsage. Ja? Okay. Genau. Räumliche Distanz ist ja damit gemeint, was ich aber eigentlich genauso verkehrt finde, wenn das per Zwang verordnet wird, weil der Wunsch nach sozialer Nähe und Austausch und Zusammengehörigkeit ist nämlich, abgesehen davon, dass es ein Grundrecht ist, immer auch noch ein Grundbedürfnis. Ja? Und das ist Arbeiten mit Schuld und Angst. Weil wir sollen unsere innermenschlichsten Bedürfnisse verleugnen oder uns dafür auch noch schlecht fühlen. Ja? Und das sehe ich nicht ein. So, das wäre der erste Punkt. Die nächsten sozialen Separierungsmaßnahmen waren ja sowieso Lockdown, wo wir unsere Familien, unsere Freunde und unsere Arbeitskollegen nicht mehr sehen durften. Dann natürlich Quarantäne, das ist ja überhaupt die Königsdisziplin der Isolation. Und darüber hinaus dieses Maskentheater, weil, das möchte ich nämlich kurz ausführen, diese Masken vereinzeln eigentlich die Menschen dort, also überall dort, wo Menschen zusammenkommen, egal ob im Supermarkt oder in den Öffis, in der Apotheke oder beim Arzt, in sonstigen Warteräumen, haben wir diese Masken auf und somit werden die Personen eigentlich vereinzelt und separiert. Ja. Es ist auch die Kommunikation nicht mehr möglich. Ja. Man schaut sich auch schon gar nicht mehr wirklich ins Gesicht, die Leute schauen sich nicht mehr an und sie werden auch nicht mehr als Individuen wahrgenommen, sondern als irgendwelche Puppen oder Roboter. Und es schränkt auch die Empathiefähigkeit enorm ein. Und dass das nicht gesund sein kann, das kann man sich auch ausmalen. Ja? Und ein weiterer Punkt ist, dass eben durch die Masken, immer wenn ein Teil, wenn uns ein Teil der Information fehlt, so ein blinder Fleck in unserer Wahrnehmung ist, wie sehr durch die Maske produziert wird, da der Großteil der Kommunikation nonverbal ist, der überwiegende Teil, und der fehlt jetzt, muss unser Hirn das quasi ergänzen, diesen blinden Fleck, und das ist anstrengend, unbewusst. Und das führt zu diesem aversionsbedingten Vermeidungsverhalten, wo die Leute dann schon gar nicht mehr miteinander sprechen wollen, weil ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich empfinde das auch als anstrengend, mit jemandem länger zu sprechen, der die Maske auf hat. Weil wenn man, keine Ahnung, wenn man diese zusammengezogenen Augen sieht über der Maske, dann weiß man nicht, grinst er jetzt oder rümpft er die Nase, ist meine Botschaft angekommen oder wie findet er das, was ich jetzt gesagt habe und umgekehrt. Ja? Das sind so wichtige Kontextinformationen und das führt zu Irritationen und Unbehagen, wenn das fehlt. Und deswegen ziehen sich die Leute schon über das Maß des Social Distancing hinaus zurück. Und ja. Ja, boom. Genau, und generell zu den Masken wollte ich sagen, dass bevor diese Maßnahme eingeführt wurde,
hat die WHO empfohlen, dass man davor eine Schaden-Nutzen-Abwägung treffen sollte, eigentlich wie vor jeder Maßnahme. Das hat aber nicht stattgefunden, das hat bis heute nicht stattgefunden. Und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich das mal, ja, und überlege mir so, die Nutzenseite von so einer Maßnahme, die ist eigentlich, also auf der medizinischen und psychosozialen Seite, keine Ahnung, weil es gibt keine belastbaren medizinischen Evidenzen für einen Schutz gegen Viren, aber das haben unsere Ärzte ja auch gut erklärt. Und auf der Schadenseite, wenn wir dazu kommen, medizinisch eben die CO2-Rückatmung, die Ansammlung von Keimen, Viren und Bakterien und Pilzen direkt vor unseren Atemwegen, und die Leute greifen sich auch in die Maske und sie legen sie am Tisch und sie verbreiten ihre Viren weiter. Und da darf ich auch Pamela Rendi-Wagner zitieren, wie sie gesagt hat, ursprünglich noch, also schneller kann man so einen Virus gar nicht verbreiten, als durch die unsachgerechte Handhabe dieser Maske. Und das sieht man. Und genau, also CO2-Rückatmung, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindel bis hin zur Ohnmacht, abgesehen davon, dass es für Schwangere und Herzpatienten sowieso gefährlich ist. Auf der psychologischen Ebene kann man sagen, also sie wirken extrem traumatisierend, sie wirken auch retraumatisierend für Personen, die bereits Belastungsstörungen haben, wie posttraumatische Belastungsstörung. Sie triggern Angst- und Zwangsstörungen an, vor allem Keimphobien, wenn man denn überhaupt schon weiß, was in der Maske drin ist, wie die neuesten Abstrichuntersuchungen auch gezeigt haben, und führen auch zu Panikattacken. Und auf der gesellschaftlichen Ebene, sieht man sowieso, was passiert. Also es ist irgendwie das Mittel der Spaltung. Nämlich durch diese unsägliche Kommunikation, die Maske würde andere schützen und nicht einen selbst, fällt ja jeder in Misskredit, der die Maske nicht tragen kann, egal aus welchem Grund. Und jetzt haben diese Personen, also auf der einen Seite haben die Leute dann Angst vor einer Ansteckung durch diese Leute, ja, die Maskenverweigerer, die, keine Ahnung, entweder schwanger sind oder Herzpatienten sind oder sonstiges, die Maske nicht tragen können. Die eine Seite hat Angst durch diese Angst- und Panikmache, die im Moment leider herrscht, und die andere Seite hat aber auch Angst. Und ich höre mir da an, sie fürchten sich vor Anfeindungen, vor Maßregelungen und vor körperlichen Übergriffen mittlerweile. Und die Leute erzählen mir, dass sie Herzrasen bekommen, also die Masken nicht tragen können, erzählen mir, sie bekommen Herzrasen, wenn sie das Geschäft betreten müssen, wenn sie zur U-Bahn runtergehen. Und das kann es nicht sein, denn dieser Dauerstress eigentlich auf beiden Seiten, der chronifiziert innerhalb kürzester Zeit und macht krank. Ja? Und er unterdrückt das Immunsystem. Und somit, ich weiß nicht, die Schaden-Nutzen-Abwägung, also unterm Strich würde ich sagen, das kann man lassen, genauso wie die neue Normalität. Und ich wäre dafür, dass wir wieder eine normale Normalität haben. Dankeschön. Ja.